Liebe Augsburgerinnen und liebe Augsburger, liebe Arbeitnehmerinnen und liebe Arbeitnehmer, der 1. Mai 2021 ist das zweite Mal der 1. Mai im Lockdown. Ich hätte es letztes Jahr nicht für möglich gehalten, dass wir auch in diesem Jahr immer noch mit Beschränkungen, Einschränkungen und vor allem mit einem 1. Mai umgehen müssen, der eigentlich gar nicht so wirklich das ist, was wir alle unter dem 1. Mai uns vorstellen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir den 1. Mai eine Bedeutung in unserer Stadt zukommen lassen wollen. Der 1. Mai ist seit so vielen Jahren der Feiertag für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, vor allem eben auch, um darauf hinzuweisen, was die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eben auch betrifft. Und gerade in diesem Jahr, in dem der Deutsche Gewerkschaftsbund das Thema Solidarität als Motto ausgerufen hat, ist es eigentlich sehr wichtig, dass wir auch genau darüber sprechen, über Solidarität. Diese Solidarität haben wir in den vergangenen 12 Monaten alle erfahren, im Großen und im Kleinen, in dem, dass wir den Italiener um die Ecke unterstützt haben in den vergangenen Monaten, aber vor allem auch im Blick auf die unglaubliche Leistung, die Pflegekräfte in unseren Krankenhäusern oder in den Altenhilfeeinrichtungen geleistet haben und wo wir natürlich auch künftig darüber diskutieren müssen, wie viel deren Arbeit wert ist. Solidarität wird uns vor allem auch nach der Pandemie beschäftigen. Die Frage, was uns als Stadtgesellschaft wichtig ist, die Frage, wie wir miteinander leben wollen, welche Projekte wir umsetzen wollen, all das kann keiner und keine für sich selber entscheiden, sondern da brauchen wir auch eine solidarische gemeinsame Meinung, eben eine gemeinsame Stadtmeinung, was uns gemeinsam so wichtig ist, dass wir es umsetzen wollen. Auf diesen Dialog, wenn diese Pandemie endlich irgendwann gut bewältigbar ist, freue ich mich mit Ihnen, mit den Gewerkschaftsvertretungen, aber auch mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber vor allem auch mit der ganzen Stadtgesellschaft. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen 1. Mai unter anderen Umständen, aber es ist trotzdem Ihr Feiertag. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Augsburger Arbeitnehmerinnen, in den letzten Monaten hat sich gezeigt, wie wichtig die Tätigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist und wie systemrelevant vor allem viele Tätigkeiten sind und wie sie wertgeschätzt und bezahlt werden. Diese Krise war eine große Belastung oder ist noch eine große Belastung für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht ins Homeoffice gehen können, die nicht wissen, wie sie sich in den Unternehmen vor Corona schützen sollen, die keinen Betriebsrat haben, die keine Gewerkschaft hat, die hinter ihnen steht und die sich für sie einsetzen kann. Es gibt aber auch diejenigen, die für die Homeoffice eine neue Normalität ist, die sie auch später nach dieser Krise nicht missen wollen, weil sie dieses Mehr an persönlicher Flexibilität geschätzt und kennengelernt haben. Es gibt aber auch diejenigen, die Homeoffice hatten, sich dann aber trotzdem zu Hause um ihre Kinder kümmern mussten, noch stärker belastet waren oder vielleicht sogar auch ihre Arbeitszeit abgesenkt haben. Wir haben eine ganz große Schere zwischen denjenigen, die diese Krise kaum spüren, die auch kaum Einkommensverluste haben, und wir haben diejenigen, die vor allem in niedrig entlohnten Tätigkeiten arbeiten und die zum Beispiel von dem Kurzarbeitergeld, was ihnen dann bleibt, kaum davon leben können. Und diese Schere, daran muss uns allen gelegen sein, dass diese Schere in Zukunft wieder zugeht. Das Motto des 1. Mai, das eigentlich auch immer so das Motto des Arbeitnehmerempfangs ist, lautet Solidarität ist Zukunft. Und darum muss es meiner Meinung nach auch nach dieser Krise gehen. Und es ist meine große Hoffnung, dass wir da gemeinsam etwas verändern können. Solidarität ist Zukunft. Das heißt für mich, dass mehr Menschen von unserem Sozialstaat und von unseren Sozialversicherungssystemen profitieren müssen. Also zum Beispiel weg mit Minijobs, weg mit Befristungen und auch den Zugang für Solo-Selbstständige erleichtern. Oder das heißt zum Beispiel auch einen stärkeren Schutz für Auszubildende oder Studierende. Das heißt zum Beispiel aber auch mal weg von Corona,
dass wir auch in Zukunft im Wandel der Arbeitswelt, im Zusammenhang mit der zunehmenden Digitalisierung, dass wir auch alle Beschäftigte auf diesem Weg mitnehmen müssen und auch für alle Bildungsangebote machen müssen. Ich bin froh, dass wir auch in dieser Krise Personal, Betriebs- und Personalrätinnen und Rätinnen hatten, die sich im Unternehmen für ihre Kolleginnen und Kollegen eingesetzt haben, die sich gekümmert haben, dass es auch einen guten Arbeits- und Gesundheitsschutz im Unternehmen gibt, die Kurzarbeiterregelungen vereinbart haben oder die sonst einfach nur Ansprechpartner für die Beschäftigten in den Betrieben und Dienststellen waren. Ab Mai stehen auch die turnusmäßigen Personalratswahlen an im öffentlichen Dienst und in öffentlichen Einrichtungen. Ich wünsche allen Kandidierenden viel Erfolg bei der Wahl und später auch gutes Gelingen beim Einsatz für Ihre Kolleginnen und Kollegen. Das Mai-Motto ist, wie gesagt, Solidarität ist Zukunft. Und in den letzten Monaten hat sich gezeigt, wenn man zusammensteht, wenn man solidarisch ist, wenn man miteinander für bessere Bedingungen im Arbeitsleben und darüber hinaus streitet, dann kommen wir gemeinsam weiter. Und diesen Zusammenhalt und diese Solidarität, die wünsche ich mir auch in Zukunft. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, liebe Arbeitskollegen und auch alle anderen, egal in welcher Form, grüßt euch alle. Solidarität ist nicht die Zukunft und auch nicht die Vergangenheit, sondern die Gegenwart. Genau in dieser Zeit jetzt, würde ich sagen, ist es wichtiger denn je, dass wir alle zusammenhalten, uns einfach kümmern. Zur Frage, wie sich mein Job entwickelt hat, ich bin im ÖPNV, ich bin Schweißer für die Stadtwerke. Und eins ist mir aufgefallen in dieser Zeit, es ist stressiger geworden, es ist mehr, aber es sind wir alle, die damit fahren, egal wo wir herkommen, egal wie wir ausschauen, wir sind alle im gleichen Boot, wir gehören alle zusammen. Und Solidarität ist kein Thema der Zukunft und auch nicht der Vergangenheit, sondern von heute. Einfach, dass wir alle zusammenhalten, uns gegenseitig mal wieder grüßen, einfach mal Servus sagen oder einfach auch unterstützen, wo wir können. Sogar einfach mal eine Türe aufhalten. Das sind ganz alltägliche Sachen, die eigentlich jeder von uns kennt und auch weiß, aber keiner das noch im Kopf hat. Corona ist schwierig, alle sind gestresst und genervt, aber Tatsache ist, wir kennen Stresssituationen immer schon und wir haben alles bewältigt, aber zusammen eben. Das ist unsere Message und nur zusammen kommen wir weiter. Hallo Kolleginnen und Kollegen, willkommen zum Arbeitnehmerempfang der Stadt Augsburg. Wir hatten letztes Jahr, begleitet durch die Corona-Pandemie, als Betriebsräte richtige Schwierigkeiten, an die Leute zu kommen, mit denen zu reden, einfach mal in Austausch zu gehen, da alle ständig jetzt im Homeoffice sind und da einfach der persönliche Kontakt total fehlt. Was wir uns von der Politik ein bisschen gewünscht hätten, wären schnellere Reaktionen und Regeln, gerade beim Betriebsverfassungsgesetz, wenn es um die Betriebsratssitzungen geht oder um Abstimmungen, gerade bei Geheimabstimmungen. Das war lange fraglich, wie man das machen darf. Wir haben dieses Jahr bei der IG Metall einen Top-Tarifvertrag abgeschlossen, der trotz der ganzen Corona-Umstände einiges bereithält für unsere Mitglieder und Kolleginnen und Kollegen. Wir haben 500 Euro Corona-Bonus, wir haben bei der Ausbildung was erreicht, wo wir in Bayern seit Jahren rumtun. Wir haben die Übernahme der Dualstudierenden jetzt geschafft, endlich. Und Ausbildung ist das Wichtigste, was wir heutzutage noch haben. Wenn wir unsere nächste Generation nicht ausbilden und vernünftig in Arbeit bringen, geht alles im Bach runter. Zuletzt, was wir noch brauchen, sind Investitionen in den Standort Deutschland. Gerade hier in Augsburg wäre das wichtig für uns, dass nicht die ganzen Industriearbeitsplätze verloren gehen und die Leute eben nur gutes Geld in der Industrie verdienen, um auch den Binnenmarkt und die Läden hier in Augsburg, die Innenstadt einfach zu unterstützen. Weil wenn ich kein Geld mehr verdiene, kann ich auch die Stadt nicht mehr unterstützen und die Läden und Einzelhändler und so weiter. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Veranstaltung, einen schönen 1. Mai, der jetzt dann bald kommt und ich hoffe, wir sehen uns. Macht es gut. Ciao. Solidarität ist nicht nur Zukunft. Ohne gesellschaftliche Solidarität wird es keine Zukunft geben. Schlimm finde ich gerade die Versuche, die Pandemie und ihre Folgen für rückwärtsgewandte Schritte zu nutzen, die Gesellschaft zu entsolidarisieren. Neueste Beispiele, die Forderung des Handelsverbandes nach Aufhebung des Sonntagsverkaufsverbots oder auch die erneute Forderung von Wirtschaftsverbänden, das Renteneintrittsalter auf 69 Jahre zu erhöhen. Der technologisch-wissenschaftliche Fortschritt und die Steigerung der Produktivität
wird ausnahmslos zur Gewinnmaximierung, nie aber freiwillig zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von Beschäftigten genutzt. Diese müssen dem Kapital immer noch mühsam abgerungen werden. Der Mensch steht vor dem Kapital, ein frommer Wunsch der katholischen Soziallehre, den auch ich hege. Dafür bedarf es aber eine ganz andere Gesellschaftsform. Eine, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlt. Als Gewerkschafter wissen wir von der Macht der Solidarität, aber auch von der Ohnmacht, wenn wir auf unsolidarisches Verhalten stoßen. Die gegenwärtige Pandemie werden wir aber nur mit gesamtgesellschaftlicher, gelebter Solidarität erfolgreich bekämpfen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Thomas Kastner und ich bin Betriebsratsvorsitzender der MVV im Industriepark Gasthofen. Wir erleben momentan eine weitreichende Veränderung der Arbeitswelt. Gerade jetzt wird eine starke Sozialpartnerschaft immer wichtiger. Um anstehende Herausforderungen wie den digitalen Wandel, steigender Leistungsdruck oder die Energiewende gemeinsam so sozialverträglich und fair gestalten zu können, dass niemand von den Entwicklungen abgehängt und der Einzelne nicht allein im Regen stehen bleibt. Das geht am besten in einer starken Sozialpartnerschaft auf Augenhöhe und Tarifbindung. Deshalb müssen Anreize für eine Tarifbindung staatlich gefördert werden. Aber auch die Sozialpartnerschaft in den Betrieben wird immer wichtiger. Wie die Betriebsräte während der Corona-Pandemie eindrucksvoll bewiesen haben. Deshalb ist es umso unverständlicher, dass ein Betriebsrätestärkungsgesetz nur in einer stark eingeschränkten und nicht in seiner ursprünglichen Form umgesetzt werden soll. Hierfür müssen wir uns gemeinsam stark machen, denn Solidarität ist Zukunft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Richard Czarnacz und ich möchte hier als Betriebsratsvorsitzender und Vorsitzender des Bezirksvorstandes der IGBC Augsburg zum 1. Mai ein paar Worte an euch Sie richten. Thema ist Betriebsrätestärkungsgesetz. Es kann nicht sein, dass in Deutschland die Demokratie an den Workstoren, in den Betrieben und am Arbeitsplatz aufhört. Es muss möglich sein, in jedem Betrieb einen Betriebsrat zu gründen, ohne Repressalien oder irgendwelchen anderen Folgen fürchten zu müssen. Genauso ist es wichtig, dass Betriebsräte in die Digitalisierung und in das Thema künstliche Intelligenz mit eingebunden werden. Deshalb kann man nur immer wieder fordern, dass das Betriebsrätestärkungsgesetz so schnell wie möglich umgesetzt werden muss. Vielen Dank.